Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Theater Maui. Mein Zuhause. Wir hätten Ewigkeiten so dastehen können. Ich wünschte es mir. Ich fühlte mich geborgen, hatte Schutz und Beistand gefunden. Eine kleine Träne des Glücks rann aus meinem Augenwinkel. Mir war klar, dass dieser Moment nicht für ewig halten würde. Aber ich wollte dieses Gefühl tief in mir halten. Viel zu schnell lösten wir uns wieder voneinander. Entschuldigung, du hast Besuch. Ich hätte hier nicht plötzlich auf der Matte stehen dürfen. Es tut mir leid, wirklich. Ich wollte dich nur mal wiedersehen. Ich gehe sofort wieder. Ich wurde immer leiser. Ein Teil von mir hoffte, er würde mir widersprechen. Der rationale und logische Teil sagte, er würde es nicht tun. Es ist mitten in der Nacht. Heute bleibst du erstmal hier. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Auch wenn es ein wenig plötzlich ist. Ich lächelte leicht. Ich habe gehofft, dass du das sagen wirst. Aber wenn es dir nicht recht ist, kann ich wirklich gehen. Warum arbeitete mein Mund gegen mich? Ich wollte doch einfach hier sein. Bei ihm. Er antwortete nicht. Ich wandte mich ab. Wenn er nicht wollte, ich wollte es ihm nicht schwer machen. Als ich losging, hatte ich das Ganze für eine gute Idee gehalten. Jetzt nicht mehr. Hey, warte. Ich weiß bloß nicht, wie die anderen das aufnehmen. Die anderen? Meines Wissens nach wohnte er alleine. Ja, einer meiner Freunde sucht eine neue Bude und pennt so lange bei mir. Der andere ist einfach dazugestoßen. Er hatte wohl Krach mit seiner Freundin und stand dann auf der Matte. Ich grinste. Dann bist du jetzt also in Asylheim? Ich kann mir auch ein Hotel nehmen. Nee, ich hab genug Platz. Der eine schläft auf dem Sofa, der andere im Gästezimmer. Ich finde bestimmt noch eine Matratze für dich. Erleichtert atmete ich auf. Danke, Maurice. Das bedeutet mir wirklich viel, dass du mich aufnimmst, ohne Fragen zu stellen. Immer gerne doch. Er wurde von einer quiekenden Stimme aus dem Wohnzimmer unterbrochen. Wer ist da? Die Stimme kam mir bekannt vor. Vielleicht war es ein etwas älterer Freund von Maurice, der nach ihm umgezogen war. Ich konnte die Stimme jedenfalls nicht zuordnen. Eine Freundin, rief Mordor zurück und zog mich in die Wohnung. Der Flur war in einem hellen Orange gehalten, das zum Boden hin heller wurde. Es war hell und es gab einige große Fenster raus zur Straße. Klar, er verdiente mit YouTube Geld und jobbte nebenher, aber das war doch eine relativ luxuriöse Wohnung. Jedenfalls das, was ich bisher gesehen hatte. Neugierig sah ich mich um. Ein junger Mann, etwas älter als Maurice, mit bis zum Kinn gehenden Haaren. Wer ist das, Mordado? Mordado? Nennt dich jetzt wirklich jeder so? Lachte ich. Er grinste verlegen. Eigentlich nennt mich nur noch meine Familie nicht so. Und du, für alle anderen bin ich Mordado. Und wie heißt du? Bitte sag nicht, du heißt es was, weiß ich, Babypopo-Kurschler oder so. So werde ich dich nämlich nicht nennen. Er lächelte schwach. Michael. Ist Michael auch in Ordnung? Er neckte. Jetzt kommt noch der dritte im Bund um die Ecke. Hi, ich bin Manuel. Kannst mich aber auch gerne Manuel nennen. Ich hatte das Gefühl, mir würden die Augen rausfallen. Ich musste auch ziemlich dämlich aussehen. Das ist jetzt nicht das, was ich denke, oder? Bitte kläre mich jemand auf. Manuel legte seinen Kopf schief. Er dachte nach. Es machte Klick. Wow, war das schnell. Femme? Ich nickte knapp. Und ich verstehe auch nichts mehr. Bitte erkläre hier jemand, wer sie ist, was sie hier will und warum hier alle außer mir sie kennen. Du kennst mich auch. Ich deutete ein Lächeln an. Zambel. Er runzelte die Stirn. Ganz leicht schielte er. Faceless? GG, Sherlock. Wow. Warte, was? Ich mein, weil... Du bist so jung. Das habe ich mir auch gedacht, Alter. Das habe ich mir auch gedacht. Hey, ich bin weder klein, noch jung, noch habe ich eine süße Stupsnase. Bin auch nicht süß, knuddelig oder sonst irgendetwas, was euch einfällt. Du bist ein 60. Deine Nase ist winzig und 16 Jahre alt. Alles, was du gerade aufgezählt hast, stimmt. Also dürfen wir dich so nennen. Winzling. Maurice legte einen Arm in meine Schulter. Idiot. Ich schmunzelte. Das war es, was ich vermisst hatte. Diese Unbeschwertheit. Die Witze zu reißen.
Micha kniff seine Augen zusammen, riss sie wieder auf, blinzelte ein paar Mal. Und das ist jetzt kein Witz, oder? Ich schüttelte lächelnd den Kopf. Nein, ich bin faceless. Auch wenn ich so, ich deutete auf meinen Körper, bin. Und weshalb bist du jetzt genau hier? Meine Zunge klebte am Gaumen fest. Ich wollte nichts sagen. Maurice strich mir zärtlich über den Scheitel. Das ist doch egal. Hauptsache, du bist hier und faust dich die ganze Zeit von deinem Computer rum. Macht ihr etwas anderes? Sie grinste nur verlegen. Nicht wirklich, gab Maurice zu. Na siehst du? Ja. Er sah auf mich hinunter. Ein kleines Lächeln zierte seine Züge. Das Lächeln, das in mich das Wunderbarste der ganzen Welt war. Das in mir gehörte. Und das mir Hoffnung gab. Das mir sagte, alles wäre gut. Und das war's. Alles war gut. Von Narben, Schmerzen, Angst. Vorsichtig blinzelte ich, um sicherzugehen, dass dies auch wirklich kein Traum war. Ich rollte mich zur Seite und fiel auf den Boden. Super gemacht. Dann besah ich mir unsere Schlafposition. Manu fiel halb vom Sessel. Maurice hatte einen Arm umgelegt und war in der Sofalehne gedrückt. Seine Haare standen in alle Richtungen ab. Manu ließ einen sehr pitätlosen Schnarcher von sich hören. Ich kicherte leise und machte mich auf den Weg Richtung Küche. So vorsichtig wie möglich schloss ich die Tür und wunderte mich, wo der Zombie abgeblieben war. Vermutlich war es ihm im Wohnzimmer zu voll geworden und er hatte sich in sein Zimmer verkrümelt. Oder warte, wer hatte nochmal das Gästezimmer? In der Küche angekommen, suchte ich mir erstmal einen genießbaren Tee und schaltete in den Teekocher ein. Orange Zimt. Wer trank denn so etwas? Ich blieb lieber ganz klassisch bei einem Mi-Mi-Mi. Das war eine Teemischung aus Zitronenmelisse und Pfefferminze. Während das Wasser kochte, öffnete ich den Kühlschrank und suchte noch etwas Essbarem. Schnell fand ich Butter, Käse und Tomaten. Ich schlug auch noch ein Ei auf, um Rührei zu machen. Teller, Gläser und Messer waren bald gefunden. Ein Bild meines aufgeschnittenen Arms blitzte auf. So verlockend. Nur ein kurzer Schmerz, dann wäre all das Leiden vorbei. Hatte ich mir nicht verboten, solche Gedanken zu haben? Ich war doch stärker geworden. Ich war doch faceless. Oder? Ich schüttelte den Gedanken ab und stellte mich auf die Zehenspitzen, um an den Honig zu kommen. In solchen Momenten verfluchte ich meine Gene. Ich war ein real gewordener Zwerg aus dem Geschlecht Ewens. Wie konnte man sich sonst meine Größe oder Kleinheit erklären? Maurice war 1,90 groß und damit 30 Zentimeter größer als ich, was mich schon oft genug gefrustet hatte. Ich kletterte auf den Tresen, um den Honig zu erreichen und fischte ihn vom Regal hinunter. Dann sprang ich hinunter und stellte den Honig auf den Tisch. Ich schnappte mir meine Tasche und verzog mich ins Bad. Ich schloss die Tür ab und zog mich aus. Langsam wärmte mich die Dusche und spülte die Tränen und den Schmerz ab. Leider fühlte es sich nur so an. Die Narben zählten immer noch meine Handgelenke und der große Strich über meinem Bauch würde nie ganz verschwinden. Er war ein Teil von mir. Ich konnte ihn nicht abwaschen. Genau wie die Narben meines versuchten Suizids und des Ritzens. Das Wasser konnte nur das Feuer löschen, das in mir loderte. Die Angst und der Schmerz schürten es. Doch der Schmerz füllte mich aus. Er trieb mich dazu an, ihn hinter mir zu lassen. Aber es machte mir Angst. Schmerz und Angst hatten mich so lange getrieben, mich ausgemacht. Wenn ich sie nicht mehr hatte, wer war ich dann? Was würde mich antreiben? Würde ich stehen bleiben oder schneller sein? Ich wusste es nicht. Diese Unsicherheit brachte mich dazu, nichts zu unternehmen. Wenn sich nichts ändern würde, dann käme ich doch wohl genauso schnell weiter. Nicht wahr? Die Ungewissheit über die Zukunft machte mir Angst. Die Angst häufte sich. Angst, nicht akzeptiert zu werden. Angst, man würde mich hassen. Angst, allein zu sein. Angst, nach einem so langen Flug über den Boden zu zerstellen. Lange Zeit hatte ich mein Ende so gesehen. Es wäre nicht plötzlich gewesen. Ich hatte nie vorgehabt, an Altersschwäche zu sterben. Aber dass Maurice mich mit offenen Armen aufgenommen hatte, das milderte meine Angst. Und so hielt mich nur noch der Schmerz. Doch selbst der nahm Tag und Nacht ab. Eine Ironie des Lebens, wenn ich doch stets gedacht hatte, er könnte mich nicht verlassen. Ich hatte mir so gewünscht, dass er ging. Und jetzt hatte ich Angst davor. Ich hatte ihn lieben gelernt. Das Versinken in ihn und das Vergessen. Ich wollte vergessen.
Vergessen, wer ich war. Vergessen, dass ich lebte. Ich wollte loslassen. Und wenn ich das nicht körperlich konnte, da konnte ich mich durch ihren Schmerz psychisch von mir entfernen. Von Zeit zu Zeit hatte meine Angst zugenommen. Ich hatte vor mehr Dingen Angst verspürt. Zuerst war es das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Dann war es das Gefühl, allein zu sein. Ich hatte langsam vor allem Angst. Und als das nicht ausreichte, bekam ich Angst vor den Menschen. Angst vor Fans, Angst vor Hatern. Schlussendlich war ich meine größte Angst. Ich hatte Angst vor dem Menschen, zu dem ich geworden war. Ich war kein kleines Mädchen mehr, dessen bester Freund ein 7 Jahre älterer Junge war. Ich spielte nicht mehr mit Puppen, hatte meine Vorliebe zu Pink und Rot abgelegt. Ich hatte keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Manche Dinge waren geblieben, wie meine Liebe zum Zeichnen. Viele Dinge hatten sich geändert. Es machte mich traurig. So viele Jahre hatte ich verloren, in denen ich nur da gesessen habe und geschaut. Ich habe mir angeschaut, wie alles sich verändert. Ich habe nicht angegriffen. Wollte den Weg gehen, der mich hierhin führte. An meinem versuchten Selbstmord vorbei, dem Mobbing, der Eröffnung meines Kanals. All dies hatte mich hierhin gebracht. An diesen Punkt in meinem Leben, an dem ich keine Angst mehr hatte. Keinen Schmerz mehr spüren wollte. Alles. Mich vergessen wollte. Ich war so erschöpft, so müde, so müde. Mein Maurice. Als ich aus der Dusche trat, um mich abzutrocknen, pochte mein Herz schneller. Zu schnell. Ich hasste diese Momente. Diese Momente, in denen ich stark genug war, um auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Mein Körper begann zu zittern. Ich hüllte mich in ein dickes Handtuch in der Hoffnung, mich aufzuwärmen. Langsam rubbelte ich mich trocken. Ich stieg in die Hose und fischte meine Haare aus dem Pulli. Meine Finger zitterten bei jeder Bewegung. Ich drehte den Schlüssel um und schlich mich in die Küche. Ich brauchte irgendetwas. Maurice musste doch was da haben. Ich öffnete die Schubladen, auf Medikamente hoffend. Ich hatte so etwas nicht bedacht, als ich Hals über Kopf abgehauen war. Hier konnte ich mich nicht mit Medizin volldrehen und den Tag im Bett verbringen. Ein Rauschen ertönte in meinem Kopf. Ich brauchte dringend Medikamente. Irgendetwas. Schublade zu, Schublade auf. Immer stärker wurde das Pochen auf meinen Ohren. Mein Herz zog sich zusammen. Ich riss das kleine Fenster auf, suchte weiter. Luft, bitte Gott. Ich brauchte Luft. Meine Atemzüge gingen in Schnappatmung über. Seicht erinnerte ich mich an die Tipps, die die Ärzte mir gegeben hatten. Tief ein- und ausatmen. Eine Hand auf den Bauch legen, hinlegen, Füße hochlegen. Zitternd holte ich tief Luft. Ich merkte nicht, wie ich auf den Boden sank. Immer kürzer wurden meine Atemzüge. Ich konnte an so einer Panikattacke nicht sterben. Es fühlte sich nur so an. Es war selten so stark wie jetzt. Normalerweise zitterte ich nur stark und konnte mich nicht gut konzentrieren. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Tief Luft holen. Ich hielt die Luft an, stieß sie ruckartig wieder aus. Ich legte zwei Finger unter meinen Bauchnabel und atmete weiter. Ruhig ein- und ausatmen. Meine Finger glitten von meinem Bauch. Ich zog mich auf einen Stuhl. Ich klammerte mich an die Lehne, bis meine Fingerknöchel weich hervortraten. Ruhig, Familie, ruhig. Es ist alles gut. Du kannst und wirst sie nicht verändern. Es ist alles gut. Das sagte dir eine Seite in mir. Die andere schrie, es wäre rein gar nichts in Ordnung. Hier würde es enden. Das würde es nie. Der Tod mochte mich nicht. Er war abgeneigt, mich zu ihm zu rufen. Auch wenn ich ihn so oft darum gebeten hatte. Gott vermeh, was ist denn hier los? Ich sah Maurice in der Kür zu Tücher stehen. Langsam kam er auf mich zu und kniete sich vor mich. Alles ist gut, nur ruhig. Leise redete er auf mich ein. Er konnte die Angst in meinen Augen lesen. Vorsichtig strich er mir über den Arm und als ich mich nicht wehrte, nahm er mich in den Arm. Ich bin hier, keine Angst. Leicht streichelte er meinen Rücken. Ich klammerte mich an sein T-Shirt, das so wunderbar nach Sicherheit roch. Und ließ den Tränen freien Lauf. Es sollte doch einfach nur aufhören. Warum kann es nicht aufhören? Alles ist gut. Warum? Warum kann... Ich hickste. Es nicht aufhören. Hey. Er legte einen Finger unter mein Kinn und sah mir tief in die Augen. Hört es nicht auf, oder willst du nicht, dass es aufhört? Ich senkte meinen Blick. Er traf damit genau ins Schwarze. Ich wusste es nämlich selber nicht.
Leise wisperte er mir beruhigende Worte zu. Er wusste genau, wer mich beruhigen konnte. Ich krallte mich in sein T-Shirt und weinte weiter. Warum war es denn so schwer, ein normales Leben zu führen? Wollte ich es nicht? Konnte ich es nicht? Oder hasste mich der Schicksal einfach nur? Ich konnte es mir nicht erklären. Warum traf mich all das Elend, das für andere nicht existent war? Warum musste ich für die Sünden der anderen gestraft werden? Weil ich es nicht verhindert hatte, dass Putin regierte? Dass Trump gewählt wurde? Dass die Kriege ungehindert weitergingen? Ich wollte doch helfen. Aber was konnte ich ändern? Ich war doch ein Niemand. Niemand ist Feind, niemand ist Freund. Ich hatte Maurice nicht verdient. Nicht verdient, dass er sich so um mich kümmerte. Meine Tränen wurden weniger und hörten schließlich auf. Seit wann ist es so? Was? Das Leben! Seit wann kann ich nicht mal ich sein, sondern ein Sündenbock? Ich will nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Maurice sah mich an. Du bist eine starke Frau, Fami. Mit einer gehörigen Portion Witz und Charme. Du bist wunderschön. Du bist zu perfekt für diese Welt. Die Menschen haben Angst vor Dingen, die sie selber nicht erreichen können. Sie wollen so sein wie du, aber können es nicht. Du bist wunderbar, so wie du bist. Und wenn die ganze Welt auf dich einprügelt, bist du schon längst weg. Auch wenn sie es nicht bemerken. Gib nicht auf. Es gibt immer Menschen, denen du was bedeutest. Du bedeutest den meisten mehr, als du eigentlich klarst. Du bedeutest mir mehr, als du denkst. Womit habe ich dich verdient? Fragte ich. Er lächelte sanft. Womit habe ich dich verdient? Ich bin nicht gut für dich. Nicht gut genug. Du bist das Wunderbarste, was mir je passiert ist. Ich kann dich nicht loslassen. Du bist besser. Du bist der gütigste, freundlichste und verständnisvollste Mensch, dem ich je das Glück hatte zu begegnen. Ich will dich nicht loslassen. Er lächelte schelmisch und hob mich im Rauziel hoch. Immer noch, Madame? Lass mich hoch, flieg's nochmal runter, Maurice! Ich strampelte mit Arm und Bein, um mich zu befreien. Alles, was Sie wünschen. Er trug mich ins Wohnzimmer und schmiss mich dort aufs Sofa. Ich nahm ein Kissen in die Hand und warf es nach ihm. Arschloch! Ich dachte, ich sei das Beste, das passiert ist. Ich verschränkte meine Arme und brummte nur irgendetwas Unverständliches. Du bist ein Dummkopf. Aber du bist mein Dummkopf. Ich lächelte ihn an. Er lächelte zurück. Habe ich was verpasst? Seid ihr jetzt zusammen? Ein kleiner Gonzo für vier YouTuber. Habe ich was verpasst? Seid ihr jetzt zusammen? Manu stand leicht verschlafen und mit zerzausten Haaren vor uns. Wie auf Kommando begann Maurice nicht zu kichern. Es war so seltsam. Der Gedanke, wir würden jemals zusammenkommen. Maurice war für mich in dunklen Momenten da gewesen. Er hatte sich um mich gekümmert, wenn meine Eltern nicht da waren. Er war zu meinem großen Bruder und allerbesten Freund geworden. Da war dieser Gedanke einfach zu seltsam. Auch wenn viele zu uns gesagt hätten, wir wären füreinander geschaffen. Es war absurd. Auch wenn es oft so klang, als wären wir zusammen, hatten wir nie einen Gedanken daran verschwendet. Manu sah uns nach ratloser an. Wisst ihr was? Ich quittiere mich zu Palle um. Das wird hier einfach zu einem Irrenhaus. Wortlos zog ich ihn aufs Sofa, zwischen mich und Maurice, und redete gespielt ernst auf ihn an. Also wirklich, Manuel. Du kannst den Armpaluten nicht überrumpeln. Das ist nicht die feine englische Art. Und du willst auch ein Gentleman sein, um später ein berühmter, schurkenjagender Filmheld zu werden, der Frauen erst erobert. Nicht wahr, junger Mann? Maurice ging auf mein Spielchen ein. Ja, ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Dann nehme ich dich mit offenen Armen auf. Und was machst du? Du missbrauchst meine Freundlichkeit und gehst ohne ein Wort des Dankes. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Marie schüttelte den Kopf. Man sprang auf, drückte sich die Hände auf seine Ohren und sagte laut, ihr seid nicht meine Eltern. Ich kann euch nicht hören. Das passiert alles nur in meinem Kopf. Er floss im Wohnzimmer in den Flur. So einfach entkommst du uns, junger Mann. Ich sprang auf und sprintete ihm hinterher. So kam es dazu, dass an einem Dienstagmorgen ein Verfolgungsjagd in Maurice' Wohnung startete. Wir sprangen über Tische, krabbelten unter Stühlen hindurch und... naja gut, so interessant war es nicht. Manu sperrte sich im Bad ein und ich konnte ihn nur bei der Aussicht auf ein großes Frühstück wieder herauslocken. Zombie hatte sich in der Zwischenzeit an den Küchentisch gesetzt und als wir kamen war, Wunder, Wunder, das halbe Frühstück verputzt. Maurice begnügte sich mit einer ausgiebigen Portion Tee und einem Brot,
während Manu und ich versucht, mit allen Mitteln Micha dazu zu bringen, uns als Entschädigung ein neues Frühstück zu machen. Als dieser sich schließlich bereit erklärte, zum Bäcker um die Ecke zu gehen, hatte ich schon 2 Portionen Joghurt und Manu 3 Brote verschlungen. Ach ja, ich habe ja Mops. Ich blinzelte ihn leicht verwirrt an. Was ist mit dem? Ich hatte mir gerade 5 Trauben gleichzeitig in den Mund gestopft. Naja, meine Freundin hat mich ja rausgeschmissen. Aber Gonzo ist meiner. Deswegen wollte ich fragen, ob es, naja, okay wäre, wenn ich ihn herhole. Er blickte zu Boden. Ein Hund. Ich war ein totaler Tierfanatiker und Hundeliebhaber. Früher hatte ich mir immer einen gewünscht, aber meine Eltern hatten gemeint, es würde nicht klappen. Sie wären nicht oft genug daheim. Meine Antwort darauf war gewesen, dass ich mich darum kümmern könnte. Sie hatten gesagt, ich könnte mich nicht um so ein aufmerksamkeits- und pflegebedürftiges Tier kümmern. Danach kann das Thema nie wieder auf den Tisch. Solange er hier nicht die Bude voll scheißt, geht es in Ordnung. Oder, Manu? Soweit ich weiß, ist das was, auf das ich mal nicht allergisch bin. Geht also in Ordnung. Brauchst du moralischen Beistand? Darf ich mitkommen? Bitte? Bitte? Ich setzte meinen süßesten Hundewelpenblick auf, den ich konnte, und sah Micha lange an. Dieser kapitulierte schließlich und meinte, meinetwegen. Aber nur unter einer Bedingung. Wehe, du zerdrückst Mops. Er ist sehr sensibel. Ich quietschte. Ich kann mit einem Hundi spielen. Wuhu! Ich führte einen kleinen Siegestanz um den Küchentisch auf, an dem Manu im Übrigen immer noch aß, und fiel Zombie um den Hals. Ist ja schon gut. Unbeholfen tätschelte er mir den Kopf. Ich konnte es nicht fassen. Ich würde mit einem süßen kleinen Hund zusammen wohnen. Auch wenn ich aus Zombies Hundevlogs wusste, dass er meiner Meinung nach nicht der Schlauste war. Aber er war eines der süßesten Wesen, die ich je gesehen habe. Einige Stunden später, Manu hatte auch noch ein 3., 4. und 5. Brot gegessen und lag uns noch Ewigkeiten mit Hunger in den Ohren. Er griff ein Zombie und durch die Flucht. Während der gesamten Fahrt schwieg er. Er wohnte nicht weit entfernt, nur etwa 1 Stunde Autofahrt. Als wir vor der Tür zu seiner ehemaligen Wohnung standen, schwebte sein Finger vor dem Klingelknopf. Ich spürte, wie er mit sich einen Kampf ausfocht. Vorsichtig legte ich einen Arm um seine Schulter und strich über seinen Rücken. Er blinzelte, als wäre er gerade aus einer Zeitreise zurück in seinen Körper gekommen, und betätigte die Klingel. Ich hörte das Schrillen und die Schritte, die sich der Tür näherten, gefolgt von einem leisen Tapsen. Die Tür schwang auf und es blickte eine wunderschöne junge Frau entgegen. Ich verstand, weshalb Zombie sich in sie verliebt hatte. Ihre braunen Haare hingen in sanften Wellen bis auf die Schultern und ihre weichen, braunen Augen strahlten eine Freundlichkeit aus, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ihre Lippen waren geschwungen und Lachfältchen zierten ihr Gesicht. Allgemein waren ihre Gesichtszüge sehr ebenmäßig und ihre Wangen voll und sahen weich aus. Auch ihre restlicher Körper war nicht unattraktiv. Sie war weder so spindeldürr wie ich, noch wirklich dick. Sie hatte eine aufrechte Haltung. Aber im Moment wirkte sie gebrochen. Zerstört. Als hätte das Leben sie über Nacht um 50 Jahre altern lassen. Ein pastellfarbener Bademantel hing schlagbein ihr ab. Sie hatte tiefe Augenringe und aufgequollene Augen. Es war traurig, eine vermutlich starke Frau gebrochen zu sehen. Sie tat mir leid. Ich will Gonzo holen. Michas Stimme zitterte leicht. Diese ganze Sache nahm ihn mehr mit, als er zugab. Ich strich ihm sanft über den Arm, was mir einen wütenden Blick von seinen Chassis einbrachte. Irgendwie konnte ich die Frau verstehen. Ich wusste zwar nicht, weshalb sie mich herausgeschmissen hatte, aber ich konnte aus ihrem Blick lesen, dass sie sich wünschte, es nicht getan zu haben. Sie liebte ihn abgöttisch. Und ich konnte etwas in ihr sehen. Trauer. Es hätte Zombie sie tief in ihrem Herzen verletzt. Ein kleiner Mops erschien in der Tür und tapste auf Micha zu. Er kniete sich zu ihm herunter und strich mir über das weiche Fell. Na, Mops, willst du mitkommen? Viel zur Bestätigung leckte ihm der Hund über die Hand. Chessie war nach drin gegangen und kam mit einem Transportbox wieder heraus. Passt auf den Kleinen auf, ja? Sie musterte mich. Kann ich kurz mit dir reden? Micha, du kannst ja sein und deine Sachen holen. Sie deutete mir, ihr zu folgen, und ich ging mit ihr in einen hinteren Bereich der Wohnung. Hör zu, ich weiß nicht, was du von mir denkst, oder... Sie unterbrach mich. Mir ist es egal, wer du bist. Mir ist es auch egal, wie du mich ja kennengelernt hast. Ich will nur, dass er glücklich ist. Und wenn er mich nicht mehr liebt, dann kann ich nichts anderes tun, als ihn gehen zu lassen.
Kämpfe lohnt sich nicht mehr. Über die Jahre wurde die Liebe weniger und irgendwann. Sie zuckte mit den Schultern. Ich werde erst mal bei meiner Mutter wohnen. Die Hunde sind kein Problem. Ich will nur, dass Micha glücklich ist. Und wenn er das mit mir nicht sein kann, dann mit jemand anderes. Mit dir, mit irgendwem. Er soll nur glücklich sein. Sie seufzte. Kannst du mir versprechen, auf ihn aufzupassen? Er handelt gerne überstürzt. Pass nur auf ihn auf, ja? Sie sah mich flehend an, und ich lächelte schwach. Ich kann ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Das kann nur er selbst. Aber wenn es ihr so wichtig ist, kann ich auf ihn aufpassen. Und seine Freunde werden auch auf ihn aufpassen. Sie sind wirklich nett und, hey, nicht weinen. Ich wischte ihr eine Träne weg. Sie ergriff meine Hände. Pass auf ihn auf und gib ihm das, was er verdient hat. Und er hat wahrlich eine Menge verdient. Ich liebe ihn aus tiefstem Herzen und könnte nicht gut ansehen, wie er sich selbst verletzt. Pass auf mich auf. Auf Konzo. Ich nickte leicht. Leise in meinem Kopf gab ich ihr ein Versprechen. Ich werde alles tun, um mich aus jeglichen Löchern zu ziehen. Einfach nur, damit du wieder lächeln kannst. Denn dir tut es mehr weh, ihn leiden zu sehen, als ihm selbst. Bleib stark. Du hast Liebe vielleicht verloren. Aber es ist genauso wie mit Männern. Liebe steht an jeder Ecke. Und wenn dein Leben rund läuft, besteht die Runde aus Liebe. Vorsichtig umarmte ich sie. Und ich glaubte, eine Freundin gefunden zu haben. Eine ehrliche, wahre Freundin. So, ja. Ein paar Sachen, die ich sagen will. Genau. Zum einen, ich war ab und zu ein bisschen sehr verwirrt, wer jetzt spricht. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, als Familie halt Trauben im Mund hatte. Deswegen habe ich das irgendwie versucht, wenn man halt, keine Ahnung, Brot im Mund hat oder sowas. Oder einfach irgendwas mit Essen im Mund hat. Das war sehr schwer. Und ja, ich habe dazu jetzt aber nicht mehr so viel zu sagen, außer das Kritik da, Shabanego Tiato Maui vorbei. Und, wenn wer von euch Pokémon mag, also mag wer von euch Pokémon? Falls ja, dann meldet euch bitte kurz in den Kommentaren, denn, wir suchen noch Leute, die gerne bei einem Pokémon, also bei einem textbasierten Pokémon-RPG, also Rollenspiel mitmachen wollen, weil wir mal wieder neue Mitglieder brauchen und wollen und mögen. Und ja, also falls wer Pokémon mag und noch Fragen hat, stellt sie ruhig. Ich mache da auch noch ein ausführlicheres Video zu, aber so. Falls ihr Pokémon mag, meldet euch. Yay! Tschüss!